So, da sind wir live auf Facebook, nachdem wir natürlich so ein bisschen technische Schwierigkeiten noch hatten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem vierten Tag der Magic Wim Days. Ich habe heute die Ehre, mit Simone Lang zu sprechen. Hallo Simone, Conny. hallo. Simone ist Sportlehrerin, Bewegungspädagogin und Familienberaterin mit dem besonderen Schwerpunkt Schreibaby. Und ich bin schon total gespannt, denn sie wird uns später im Interview noch ganz konkrete Schritte zeigen, wie es möglich ist, im Umgang mit einem Schreibaby sicherer zu werden. Und sogar ein Buch hat sie geschrieben zu dem Thema. Finde ich total cool. Ich sehe es auch im Hintergrund stehen. Das heißt die Ruheberatung. Wie kam es denn dazu? Und vielleicht magst du uns gleich so ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst. Ja, ich kann es ja auch gleich mal zeigen. Das ist also dieses besagte Buch, die Ruheberatung vom Glück, ein Schreikind zu haben. Also sprich der gleiche Titel, den ja auch heute dieses Interview hat. Und ja, das ist natürlich schon die Frage. Ich bin ja ausgebildete Sportlehrerin fürs Gymnasium und habe dann auch noch promoviert in Sportpädagogik. Wie komme ich da also dazu, mir da so Fachwissen zu erarbeiten im Bereich Schreibaby? Und naja, wie zu erwarten, ist es natürlich eine persönliche Geschichte. Ich habe vor ungefähr 9 Jahren, als ich an der Uni gearbeitet habe, bin ich schwanger geworden mit meiner großen Tochter. Und ja, die war eben ein Schreibaby. Und in der nachfolgenden Zeit musste ich mich ganz stark mit meinen eigenen Irrtümern und Glaubenssätzen auch auseinandersetzen. So die Glaubenssätze kommen ja immer oft auch in der eigenen Erziehung. Bei mir war das dann zum Beispiel der Glaubenssatz, dass das Baby eben auch ruhig schreien lassen soll, weil es dann dabei hilft, das Baby selbstständig, dass das Baby lernt, selbstständig einzuschlafen. Und ja, bin da auch stark mit meiner eigenen Geschichte konfrontiert worden. Das ist nicht lange gut gegangen. Und als ich dann aus Erschöpfung sogar meine Arbeit aufgeben musste, habe ich eben begonnen, mich da vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, mit der Auseinandersetzung, aus dieser Auseinandersetzung ist dann eben dieses Buch entstanden. Das gibt es im Moment über meine Homepage zu bestellen im Selbstverlag www.familienpraxis-lang.de. Und ja, das ist die Geschichte zu dem Buch und wie es dazu kam, dass ich mich da tiefer mit auseinandergesetzt habe. Ich würde auch gern gleich was sagen zu dem Thema Irrtümer. Mit diesem Schreien lassen, das ist ja so eine Sache, die wurde nach dem Krieg auch häufig praktiziert, einfach aus der Not heraus. Es ist aber heute mittlerweile so, dass es manchmal in die andere Richtung schwappt. Also ich hatte zum Beispiel mit einer Mutter schon mal das Gespräch, die mir von sich erzählt hat, die hat eben stundenlang versucht, ihr Baby zu beruhigen und zu beruhigen und zu beruhigen und es hat nicht geklappt. Und der Mann stand immer noch dabei und hat dann gesagt, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Und aber in einem Fall hat es einfach nicht funktioniert. Sie haben es nicht hinbekommen. Das Baby hat geschrien, geschrien, geschrien. Und sie hat sich dann irgendwann auf dem Boden neben dem Baby niedergefunden, die Hände im Kopf gestützt und konnte eben auch nicht mehr, konnte beide nicht mehr und sind dann in die Küche zu dritt. Und ja, haben sich dann einfach angefangen zu unterhalten. Und irgendwann hat das Baby angefangen zu spielen und hat aufgehört zu schreien. Also das Baby auf keinen Fall schreien zu lassen, kippt dann manchmal so ins andere Extrem. Also sprich, was sozusagen die goldene Mitte ist, ist dieses begleitete Dasein. Also sprich, dem Kind immer auch innerlich zugewandt zu sein und ihm zuzuhören. Aber, und das ist eben auch der wichtige Punkt, dieses bei sich präsent bleiben und damit dem Kind eben auch einen Anker zu geben. Und dafür gibt es eben auch Möglichkeiten, das zu erlernen. Spannend. Also wenn ich als Mutter vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Schreibaby, aber wenn mein Kind weint, dann sagst du, ich muss nicht versuchen, das Baby dazu zu bringen, aufzuhören mit dem Weinen, sondern mehr mit ihm präsent zu sein. Ja, also ich sag mal so, dieses Beruhigen. Da gibt es schon sehr effiziente Beruhigungsstrategien und die haben auch durchaus ihren Sinn, einfach um auch die Belastung von den Eltern ein Stück weit zu nehmen.
Die Frage ist immer, welches Bedürfnis steht dahinter, hinter dem Schreien? Das kann ein ganz konkretes Bedürfnis sein, wie Hunger, Durst, ich habe mir in die Windel gemacht oder muss eben auf Toilette oder eben einfach auch nur, ich will kuscheln und bei dir sein. Es kann aber auch ein sogenanntes Stressschreien sein, das oft abends auftritt. Und da ist es halt so, dass das Baby sich auch einfach mal ausweinen muss und sozusagen die Belastung, die es so irgendwie in sich gesammelt hat, den Druck einfach loslassen muss. Und da ist die Chance oder auch das Schöne, wenn ich das als Erwachsene einfach begleiten kann und nicht darauf bestehe, du musst jetzt leise werden, weil es stresst mich so, wenn du schreist, sondern wenn ich sozusagen selbst entspannt bleiben kann, auch ohne, dass das Baby irgendwas machen kann, dann kann das Baby sich bei sich selbst bleiben und merkt, ach, ja, ich kann mich da bei meiner Mutter entspannen und kann mich da fallen lassen und kann jetzt einfach meine Ruhe da, meinen Unmut kundtun. Und da entsteht oder kann sowas Schönes entstehen, dass es dann hinterher eben immer weniger wird, dass es sich erleichtert hat und dass hinterher so beide ganz zufrieden und satt sind, so emotional satt. Und die große Kunst ist natürlich so ein bisschen das eine vom anderen zu unterscheiden, aber da sind die Mütter eben auch große Expertinnen, die ihr Kind ja den ganzen Tag beobachten. Also, dass ich in mich selber vertrauen kann, wenn ich als Mutter das Gefühl habe, ich spüre, das Kind will jetzt das rauslassen als Stressschreien, dass ich dann auch sagen kann, okay, ich muss jetzt gar nicht mehr versuchen, irgendwas zu machen, sondern ich kann einfach da sein und das Kind schreit sich das jetzt, erzählt mir, wie der Tag anstrengend war durch das Schreien und ich darf einfach da sein. Ja, also es wird sozusagen in der gemeinsamen Erfahrung dann ja auch immer einen Erfahrungswert geben, ob es jetzt war oder ob es jetzt nicht war, ne? Ja, spannend. Ja, ich muss sagen, das ist für mich auch spannend, obschon ich ein Kind habe, was fast nicht geschrien hat. Also er hat wirklich so, dass ich schon nachgeschaut habe, so, ist das normal? Der schreit so wenig. Und er hatte dann eine 2 Wochen, 3 Wochen Phase, wo er abends ab und zu dieses Stressschreien auch gemacht hat. Und ich muss sagen, für mich war das auch eine Herausforderung, was du sagst. Also ich finde das total spannend, was du sagst, nicht nur für Eltern von Schreibabys, sondern auch für mich mit einem Kind, das eigentlich fast nie geschrien hat. Ja, also es lässt sich ganz viel übertragen und ich sage auch immer, bei den Schreibabys wird sozusagen in komprimierter Form sozusagen gleich das zusammengebündelt am Anfang den Eltern übergeben, was die Eltern eben auch lernen müssen. Mhm. Bei anderen Babys kommt das vielleicht dann mit der Zeit, vielleicht auch in der Trotzphase oder Pubertät und ja. Okay. Was sind denn die besonderen Herausforderungen für Mütter mit Schreibabys? Kann ich wieder mit einem Beispiel kommen? Und zwar, ich hatte mit einer Mutter mal gesprochen, die aus der Zeit raus war, also sprich, die ihr Schreibaby schon hinter sich hatte. Also es war schon dann groß. Und die habe ich gefragt, ja, oder die hat mir das auch gesagt, was sie denn im Nachhinein gerne gehabt hätte, dass sie in dieser Zeit gesagt worden wäre. Und das ist das, was im Großen und Ganzen so unter dem Thema Selbstfürsorge fällt oder unter das Thema Selbstfürsorge fällt. Die hat gesagt, ja, wenn mir jemand mal gesagt hätte, dass ich mich zuerst um mich kümmern muss, damit es mir gut geht, damit ich mich dann auch wirklich um mein Baby kümmern kann, das hätte mir geholfen. Das ist natürlich im Nachhinein immer so leicht gesagt, ja, weil wenn das Baby dann in so einer aktuellen Stresssituation wirklich schreit, dann bin ich da natürlich reingezogen und will da auch helfen, gerade wenn es eben das erste Baby ist oder wenn ich zum ersten Mal ein Schreibaby habe. Das sind einfach Expertenbabys. Das ist sozusagen nicht so ein, was immer so böse gesagt wird, Anfängerbabys. Also im Grunde genommen muss ich wirklich schon viel können und wer kann das schon, ne? Also wer ist da irgendwie ausgebildet oder hat die Erfahrung? Ja, und die meinte, sie hat dann auch nachts, also oftmals ist eben nachts die schlimmen Situationen, weil ich dann eben auch selbst aus meinem eigenen Schlaf, aus meiner Regeneration rausgeworfen werde. Da meinte sie, wenn mir da jemand gesagt hätte, oder beziehungsweise sie hat selber gewusst, ja, ich muss erstmal selbst durchatmen. Das hat ihr aber nichts gebracht. Weil wenn das dann sozusagen schon das dritte Mal aufwachen war und sie hat einfach nicht mehr gekonnt, dann hat sie auch nicht mehr gebracht, irgendwie einfach durchzuatmen. Und ist dann eben auch irgendwann auf dem
neben dem Baby gelandet und hat es dann angeschrien, hat gemeint, jetzt sei doch endlich ruhig und so weiter. Das sind natürlich so Situationen, die auch vorkommen. Da ist man hinterher nicht so stolz auf sich oder hat auch ein schlechtes Gewissen. Es ist aber das, was sozusagen total verständlich oder menschlich ist. Ansatzpunkt ist tatsächlich, kann aber tatsächlich das Atmen sein. Also das, was ich vorhin schon meinte. Also einfach, wenn wieder nicht dieser Gesichtspunkt dahinter steht, ja, ich will das Baby überzeugen, dass es jetzt endlich ruhig ist, weil ich will schlafen, ne? Sondern so dieses Präsentsein in sich sozusagen wahrzunehmen und also in solchen Situationen auch einfach nach Hilfe zu fragen oder dann auch einfach sich einzugestehen, das kann ich jetzt gerade nicht leisten, ich kann das jetzt nicht leisten. Also dann durchaus auch auf diese Beruhigungsstrategien zurückgreifen und dann lieber tagsüber, wenn ich wirklich auch mal ein bisschen fitter bin, dann dann auf das Kind zu hören und dem Kind das Bedürfnis zu erfüllen, sich jetzt auch mal ausschreien zu können. Spannend. Gibt es denn bestimmte Methoden, mit denen du dann die Mütter unterstützen kannst in solchen Situationen? Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn du sagst, irgendwie, ja, das einfach Atmen, das kann dann, vielleicht funktioniert das dann schon nicht mehr und dann hast du wahrscheinlich noch zusätzliche Tools und Tricks, mit denen du dann unterstützen kannst. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ein Schlagwort ist in die Richtung Atmung, sind immer die emotionellen ersten Hilfen. Die haben da diese Bauchatmung auch nochmal wirklich genauer erklärt und da auch diese Übungen aufbereitet für mehr Körperpräsenz. Und was ich einfach auch noch in Beratungsgesprächen mache, ist lösungsorientierte Kurzberatung, also sprich einfach in 3 bis 5 Stunden zu überlegen, wie komme ich denn wirklich Schritte in meine Lösung, zu meiner Lösungsvorstellung. Also das ist tatsächlich möglich, dass in einer relativ kurzen Zeit da entscheidende Schritte auch in die eigene Richtung, also da, wo ich hin möchte, zu machen. Und wenn ich dann das geschafft habe, also ich komme zu dir, mache diese 3 bis 5 Stunden mit dir und dann habe ich wie schon Methoden, mit denen ich dann im Alltag besser mit meinem Schreibaby umgehen kann. Ja, also das ist dann schon so die umfassende Version, wo einfach auch das Umfeld angeguckt wird, weil oftmals gibt es ja so bestimmte Ursachen, die auch dazu führen, dass das so eskalierende Situationen werden und da einfach sich selber besser noch zu unterstützen. Das kann ja, muss ja nicht nur aus mir immer geschehen, sondern das kann ja auch durchaus durchs Umfeld geschehen. Das ist dann ein Punkt, was da einfach dazukommt, jetzt in so einer größeren Beratungseinheit und konkrete Übungen natürlich auch, klar. Okay, cool. Und wenn ich jetzt, du bist ja ziemlich weit weg von mir, wenn ich jetzt nochmal ein Kind habe und das ist dann ein Schreibaby, kannst du mir auch online helfen oder wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich berate auch online über Zoom oder Skype. Das heißt, wir schließen uns dann kurz. Es ist ja so, Eltern haben an sich in sich schon sehr gute intuitive Fähigkeiten. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich, gerade aus dieser Schreibbabyforschung, erwiesen. Also ich habe im Grunde genommen die Fähigkeiten in mir, auch intuitiv, mein Kind zu beruhigen. Die sind nur eben öfters mal verschüttet. Also, was ich vorhin schon sagte, mit diesen Irrtümern oder Glaubenssätzen. Und das ist eben so eine zentrale Geschichte, die aufzudecken, aufzuarbeiten und da einfach wieder das Selbstvertrauen zu gewinnen, dass das, was ich tue, auch schon richtig ist. Das ist einfach schon mal ein entscheidender Ansatz, mit dem viele weiterkommen. Ja, super. Ja, kenne ich auch von meiner Arbeit mit den Mamas. Da ist auch wenn es nicht ums Schreibaby geht, ist das auch was du jetzt sagst, was ich denke, was sehr zentral ist und was wir oft als erstes anschauen, diese Glaubenssätze, diese Mindsets und das Ganze, was wir mit uns mittragen, dieser riesen Rucksack,
dessen wir uns also, nicht bewusst sind vorher, je nachdem. Ja, ich hab da so ein Bild für, es ist im Grunde genommen wie, du hast in dir selbst wie so eine innerliche Schatzkammer, die wie so eine Höhle ist und da ist einfach der Zugang im Moment verschüttet. Das kann sein aus Erschöpfung, aus aktueller Erschöpfung oder es kann sein eben, wie gesagt, aus diesen Glaubenssätzen, die du selbst mitgebracht hast, wo du dir nicht erlaubst. Also ein Beispiel zum Beispiel von einer Schreiberatung, also von einer Familie war, die hatten sich einfach, da haben sich die Eltern auf die Fahne geschrieben, wir wollen das alleine schaffen. Und als sie es geschafft haben, ihre Großeltern damit einzubeziehen und die einen haben Abwasch gemacht und die Wäsche und die Mutter konnte dann endlich einfach nur auf dem Sofa sitzen und ihr Kind halten. Also da sehe ich mich sozusagen so ein bisschen als Bauarbeiterin, sage ich mal, auch wenn es ein bisschen hemdsärmelig klingt, der sozusagen hilft, diesen Eingang zu den eigenen verschütteten intuitiven Fähigkeiten, zu dieser Schatzkiste auch freizuschaufeln. Cool, dann arbeitest du mehr so aus den Ressourcen raus. Also du schaust nicht, was ist da in dem Rucksack, sondern du schaust, wo kann ich Ressourcen rausholen? Ja, letztendlich vor allem und wo es nötig ist, wird der Rucksack auch ein bisschen angeschaut. Wenn nötig dann, ja, okay. Das ist eben das mit dem Lösungsorientierten, dass es in diesen konkreten Drucksituationen nicht darum geht, jetzt eine umfassende therapeutische Beratung zu machen, sondern tatsächlich zu gucken, wie komme ich da gut klar, besser klar und lerne ja durchaus auch was. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch gut, nicht so den Hintergrund zu vergessen oder da nur vordergründig zu gucken, was funktioniert. Ja. Ich habe da gerade so ein Bild, dass irgendwie die Arbeit, die ich mit den Mamas mache, die ist ja meist dann später, die ist nicht gerade so nach bei den Kleinen, bei den ganz kleinen Neugeborenen, sondern es ist ja dann wie dann später Kleinkind, wenn dann die Belastung dadurch zunimmt. Und ich stelle mir das jetzt gerade so vor, weil das kommt ja dann so langsam und da kann man da ein bisschen hinschauen und da ein bisschen hinschauen. Oder oft ist man dann schon an der Grenze, dann ist dann auch sehr akut. Aber bei dir ist das mit den Mamas, mit den Schreibabys, da ist das dann wie, okay, Baby da, Umstellung und dann kommt das alles auch noch mit dazu. Also so irgendwie ist da wahnsinnig viel. Ich stelle mir Sie können sozusagen, Sie können sozusagen bei mir anfangen und bei dir weitermachen. Ja, genau. Die sind dann schon ganz erfahren, die dann von dir kommen. Die haben dann schon viel mit sich selbst gearbeitet. Ich hab natürlich in der Vorbereitung vom Interview jetzt auch auf deiner Webseite familienpraxis-lang.de ein bisschen rumgestöbert und deine Blogartikel vor allem auch ein bisschen angeschaut. Du hast dir da ziemlich viele Themen schon wo du Tipps gibst dazu und so ein bisschen das, wo man sich ein bisschen umschauen kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Ich fand das ganz spannend und würde dir gerne dazu noch ein paar Fragen stellen. Und zwar sagst du da, dass in einem Artikel, dass das Schreibaby eigentlich uns was bringen kann. Also einer Mama, die ein Schreibaby bekommt, der bringt das was. Und das fand ich ganz spannend, weil so im ersten Moment denke ich ja so, nee, das ist ja eigentlich doof. Ja, also es ist im Grunde genommen das, was ich vorhin schon gesagt habe. Im Grunde genommen bekommst du so das Paket an Elternarbeit gleich ganz am Anfang in ganzem Umfang geliefert. Und der wirkliche Ertrag ist es einfach, dass du lernst, was Bindung ist und dass du einfach schaffst, eine gute Bindung zu deinem Kind herzustellen, die dich eben dein Leben lang auch trägt. Und letztendlich ist es das, was uns alle auch emotional satt macht. Also wir sind ja nicht in Familien, um sozusagen Kinder zu haben und jeden Tag irgendwie zum Funktionieren zu bringen und selber zu funktionieren, sondern wir werden ja dann emotional satt, wenn wir sozusagen in Bindung mit dem Kind eben auch mal schwierigere Klippen umschiffen, aber eben auch ganz viel entspannte, schöne Situationen im Familienalltag haben. Und das kann ich in besonderer Weise mit dem Schreibaby lernen, deshalb, weil es mich dazu zwingt, hinzuschauen oder beziehungsweise hinzuhören. Ja, okay. Ja, weil es so laut ist, dass ich nicht wegschauen kann und da so in der Bindung bleibe. Ja. Was genau. Viele dann erst in dieser Autonomiephase, je nachdem, dann machen, wenn man dann hinschauen muss und in Bindung bleiben. Okay. Ja, und ich habe in diesem ersten Jahr eben auch oftmals das Baby und ein Stück weiter auch die zeitliche Möglichkeit.
auch wenn es ein Riesenpaket ist am Anfang. Ja. Das ist im Grunde genommen eine Riesenüberforderung, es ist nicht zu schaffen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch noch wichtig, das denke ich für die Mütter, dass man sich so ein bisschen was auch erlauben kann in dem Sinn, so, ja, ich muss das nicht alles schaffen und das kann sowieso keiner schaffen, also muss ich das auch nicht. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du da sagst, ja. Du hast in dem Blog, schreibst du auch von Engelskreisen, hat das auch damit zu tun? Ich habe das irgendwie ein paar Mal gesehen, diese... Ja, also das ist noch eine ganz spannende Sache, die eben auch wissenschaftlich belegt ist, diese Schreibproblematik, das wird eben nicht mehr nur am Kind festgemacht, sondern es wird eben auch gesagt, Schreibproblematik, das hat drei verschiedene Felder, einmal eben dieses schreiende Kind, dieses Untröstliche auf der anderen Seite, was natürlich ein Problem ist, weil was natürlich für das Kind nicht schön ist in dem Ausmaß, dann gibt es aber auch diese Missverständnisse zwischen dem Kind und den Eltern und dann gibt es eben auch diese aktuelle Überforderung. Und die drei Felder, die spielen alle miteinander zusammen wie so Zahnräder. Und jetzt kann es eben dazu führen, dass dadurch, dass das Kind immer mehr schreit, die Eltern immer verzweifelter werden, dass es in so einen Negativkreislauf kommt, also sprich in so einen sogenannten Teufelskreislauf. Die Eltern fühlen sich nicht mehr bestätigt, waren immer mutloser, immer hilfloser, glauben immer weniger an ihre eigenen Fähigkeiten. Und der Engelskreis ist eben der umgekehrte Fall. Also dass ich eben ganz bewusst versuche, schöne Situationen auch mit dem Kind erstens mal zu bemerken und zweitens dann mal ein Stück weit auch eben die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und dann geht das eben Stück für Stück genau in die andere Richtung. Und dann steht eben sozusagen am Ende diese Belohnung auch von einer innigen Beziehung. Und das ist das, wie gesagt, wo ich eben mit Hilfe auch, ja, wo es schön ist, hinzukommen. Schön. Also ich kann ja auch als Beruhigung nochmal sagen, ich selbst habe sozusagen erst, als mein Kind 1 Jahr und 3 Monate alt war, dann auch tatsächlich Hilfe bekommen über eine Schreiambulanz und so weiter. Also das kann sich auch ganz schön hinziehen. Das ist aber, lange. Ja, aber es ist sozusagen, ich bin ganz dankbar, ja, dass ich jetzt eben auch diese gute Beziehung habe zu meinem Kind. Aha. Ja, oh, wow. Ich habe gerade auf Facebook gesehen, in den Kommentaren, da hat eine Frage gestellt. Könnt ihr bitte noch erklären, warum ein Baby ein Schreibaby sein kann? Was steckt dahinter? Weiß man das? Ja, also zum Teil. Ich meine, ganz generell ist es natürlich so, wir wissen natürlich nicht, was von Geburt an mit einem Kind sozusagen schon vorher vielleicht auch gewesen sein. Also es muss einfach in den spirituellen Bereich abgegeben werden. Prinzipiell gibt es natürlich heute schon Theorien, warum ein Baby schreit. Eine wohl belegte Tatsache ist, das ist ein bisschen gemein für die Mütter, muss ich sagen, dass Stress in der Schwangerschaft also einen direkten Zusammenhang hat, auch mit Schreibabys. Kann ich bei mir 1:1 bestätigen, das muss aber nicht so sein. Es hilft manchmal einfach als Erklärungsansatz und das ist auch, warum ich sage, es kann helfen. Also es geht nicht darum, jetzt schlechtes Gewissen zu machen, sondern einfach als für den eigenen Kopf sozusagen eine Erklärung zu finden, was auch weiterhin angenommen wird. Also wie gesagt, ich hatte vorhin diese verschiedenen Arten von Schreien gesagt. Das ist einmal dieses Bedürfnisschreien. Also das ist eben das, was auch zuerst abgeklärt werden sollte und was ich eben auch, ich habe so eine kleine Broschüre gemacht, verweise ich eben auch am Ende nochmal hin oder wir schreiben den Link unten rein. Kann sich heruntergeladen werden bei mir auf der Homepage, ist kostenlos. Da habe ich diese Bedürfnisse auch nochmal aufgelistet. Einfach natürlich abklären, ob das Kind was Aktuelles hat, also ob ich wirklich was tun kann. Dann das zweite ist eben dieses Stressweinen, wo es eben darum geht, entspannt auch das Kind zu begleiten. Und dann gibt es eben aber auch durchaus Fälle, wo es eben traumatische Erfahrungen waren im Leben von dem Kind. Auch das ist sozusagen nichts, wo sich Mutter oder Mama irgendwie ein schlechtes Gewissen machen muss. Es kann einfach dazu kommen. Also zum Beispiel nach meiner Geburt wurde das Kind weggenommen und die Nase wurde abgesaugt, weil gesagt wurde, okay, das kann sonst nicht frei atmen, was ein Blödsinn war, aber es war so. Ja? Da können wir alle nichts dafür. Und das heißt, auch solche traumatischen Erfahrungen werden im sogenannten Erinnerungsweinen aufgearbeitet.
Und das sind nochmal die Fälle, wo die Kinder auch so richtig dran zu knabbern haben, wo es auch wirklich öfters immer wieder auch hochkommt. Und auch da ist die Empfehlung, sich da gut begleiten zu lassen und das nicht zu denken, ich muss das alleine durchstehen. Aber auch das kann sozusagen ein Grund sein für exzessives Weinen. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön für das Kind, dass es sowas erleben musste, aber es ist auch überhaupt nicht schön für die Eltern oder für die Mutter, die sowas erleben musste. Und es zieht natürlich auch die Mutter immer wieder in dieses Drama rein. Und das ist so wichtig, sich das irgendwie nicht zu Herzen zu nehmen, dass das passiert ist. Es war so. Und jetzt ist die Situation, da muss das Baby einfach nochmal drüber erzählen und sich einfach nochmal ausschreien drüber. Und vielleicht nochmal und vielleicht nochmal. Aber es kommt da durch und es wird hinterher erleichtert sein, dass es das erzählt hat. Und es hat dadurch keinen Schaden fürs Leben oder so. Es ist einfach nur was, wo es drüber erzählen muss. In einer sehr lauten Weise. Genau. Ja. Ja. Aber dass ich das eigentlich als heilsam dann sehen kann, in diesem Fall, wenn sowas geschehen ist, dass ich, ja. Wenn ich das weiß, oft weiß ich das ja wahrscheinlich gar nicht, dass sowas ist, wo das Kind drüber erzählt, aber dass ich dann weiß, okay, das Kind schreit zwar, aber es erzählt mir davon, es verarbeitet eigentlich das, was es erlebt hat, dass ich das für mich vielleicht sogar, dass das es einfacher machen kann, das auszuhalten, weil ich denke, jetzt kann es das verarbeiten und ich kann mein Kind dabei unterstützen, so in die Richtung, oder? Und ich muss das nicht aushalten, also wenn mir das selbst zu viel ist, natürlich kann ich dann auch sagen, okay, ich stehe jetzt auf und beruhige mein Kind, aber es ist nicht das, was das Kind gerade braucht, sondern es ist dann das, was ich gerade brauche. Ne? Mhm. Und das ist eben diese Geschichte, das zu unterscheiden und da gut bei sich zu bleiben und sich da unterstützen zu lassen, damit beide das gut verarbeiten können. Mhm. Ja. Gefühle wollen einfach durchlebt werden. Ja, stimmt wahrscheinlich für Kinder und Mütter. Und Mütter, genau. Und Väter. Natürlich ja. Auch. Was können denn deine Klientinnen konkret aus einem Coaching mitnehmen? Was habe ich, wenn ich bei dir im Coaching war, was ich dann mitnehmen kann? Auf jeden Fall neue Erkenntnisse. Ich hoffe, da konnte ich auch schon ein paar jetzt im Interview weitergeben. Dann hoffe ich frischen Mut, also Stärke, mit der ich einfach wieder neu dann auch in den Alltag gehe, der ja durcharbeitet werden muss. In der Beratung machen wir das ja nicht, sondern es wird ja praktisch nur darüber gesprochen und da auch was geübt, klar. Und ja, also es wird sozusagen auch gedanklich durchgespielt, also es werden gedankliche Lösungen durchgespielt, auf die ich vielleicht auch alleine nicht kommen würde. Das ist der Ertrag von so einem Coaching, ja. Von so einer Beratung. Schön. dann komme ich da gerne hin, wenn ich dann in der Situation bin. Wenn du das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasst, was denkst du, was sind die wichtigsten Schritte, um mit deinem Schreibaby sicherer zu werden? Ja, das ist ja auch das, was wir jetzt am Anfang gesagt haben, dass es nochmal was Konkretes gibt zum Abschluss. Mhm. Also ich wollte einmal nochmal ganz konkret sagen, diese Grundbedürfnisse, die ich checken kann. Also wenn mein Baby jetzt schreit und es ist tagsüber, einfach im Kopf so eine Liste durchzugehen, das machen viele Mütter schon automatisch. Hat es Hunger oder Durst, also ist das Kind gefüttert worden? Wann war die letzte Mahlzeit? Das wäre das Erste. Das Zweite wäre dann Pflege. Wann ist das Kind das letzte Mal gewickelt worden? Hat es eine volle Windel an? Ist ein Wunderpro fürs Schreien? So. Das Dritte ist dann Temperatur. Ist dem Kind zu warm? Ist ihm zu kalt? Wie kann es gut schlafen? Das ist natürlich Erfahrungswert auch so ein bisschen wichtig. Dann Schlaf. Ne? Wann hat es das letzte Mal geschlafen? Ist es müde? Das kann von Kind zu Kind sehr unterschiedlich sein. Es ist oft so, dass wir das unterschätzen, wie viel Schlaf die Kleinen brauchen und wie schnell die auch wieder müde werden. Und das Fünfte wäre dann Zuwendung und Aufmerksamkeit. Also wurde heute schon gekuschelt. Also oder fehlt vielleicht auch einfach liebende Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und wie kann ich das jetzt gerade irgendwie in den Tagesablauf einbauen? Wie kann ich das Bedürfnis erfüllen? Ja, das ist der erste Schritt, wo ich einfach dieses Bedürfniswein ein Stück weit abklären kann. Das zweite konkrete, was ich mitgeben wollte, war eben genau diese Bauchatmung. Also dieses Stresswein, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt,
da einfach mal bei sich in der Ruhephase, also sprich, wenn es mir gut geht tagsüber, wenn vielleicht das Kind bei mir auf dem Bauch eingeschlafen ist oder so, dann das einfach mal zu üben, um sich dann vielleicht auch daran zu erinnern, wenn ich Stress habe. Und das wäre einfach mal, sich die Hand auf den Bauch zu legen. Gleich mal mit. Ja, Bauchatmung. Bauchatmung ist natürlich so ein bisschen beschönigend. Also ich atme natürlich mit den Lungen, das ist natürlich in der Brust. Aber wenn ich ganz tief einatme, dann wird sich der Bauch so ein bisschen nach vorne wölben. Also wenn ich jetzt mal einatme, dann drückt praktisch das Zwerchfell, drückt durch die aufgefüllten Lungen den Bauch nach unten und dadurch geht der Bauch etwas nach vorne. Wenn ich das so 2-3 Mal mache. Dann entsteht so ein umgekehrter Kreislauf. Also ich kann sozusagen entspannt sein, fange dann automatisch an tiefer zu atmen. Aber ich kann es eben auch umgekehrt machen. Wenn ich tiefer atme, wenn ich mich auf dieses vertiefte Atmen konzentriere. Tief ein, tief aus. Beginnt automatisch meinen Körper umzustellen auf dieses vegetative Nervensystem. Also das kann ich sozusagen mit dem Körper, das kann ich sozusagen auch umgekehrt hintenrum tricksen. Es geht genauso mit der Mimik, wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin und lache, also spanne hier meine Muskeln an und ziehe die hoch, wird automatisch nach einer gewissen Zeit meine Stimmung besser werden, weil mein Körper sozusagen mit diesem Körpererleben eine andere Stimmung abspeichert, als die, in der ich bin. Mhm. Aber zu lachen, wenn das Baby am Schreien ist, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Da ist vielleicht die Bauchatmung einfacher. Ja, nein, das war jetzt nur noch ein weiteres Beispiel für diesen Trick, klar, sozusagen, seinen Körper in eine Entspannung zu bringen, auch wenn er gerade stark im Stress ist. Mhm. Ja, und die weiteren Schritte gibt es, wie gesagt, runterzuladen. Da will ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Okay, wie viele Schritte sind denn das? Es sind insgesamt 5 Schritte, um in so einer Handlungssituation klarzukommen. Ah, also es sind nicht 5 Übungen, sondern es sind einfach 5 Schritte, die ich durchgehen kann. Ah, cool. Und wir haben jetzt die ersten 2 angeschaut. Also dieses. Wir haben das erste und das dritte angeschaut. Ach so. Oh, dann weiß ich gar noch nicht, was das zweite ist. Aber dann haben wir das erste angeschaut, wo ich schaue, mit dem, was könnten die Bedürfnisse hinter dem Schreien sein, um das mal so ein bisschen, dass ich sicher das Kind gefüttert, gewickelt und so weiter habe. Und ja. Dann kommt der zweite Schritt, was auch immer der ist. Und dann kommt der dritte, wo ich das mit der Bauchatmung mache. Und genau. Du hast 5 Schritte zusammengestellt und du hast die in diesem Dokument, was man kostenlos runterladen kann auf deiner Webseite, richtig? So ist es. Ich habe da den Link vorher noch in die Kommentare eingemacht. Also die sind unter dem Video, kann man die finden, diese 5 Schritte vorne. Und ich gucke jetzt gleich noch, ob da noch weitere Kommentare waren. Auf Facebook. Ja, da ist noch ein Kommentar. Ja, liebe Simone, das Wichtigste ist hier, da geht es um die Antwort zu dem, warum ein Baby ein Schreibaby ist, glaube ich, und die Erklärung von dir dann dazu. Das Wichtigste ist hier, sich selbst zu stärken und dann die Kraft für die Bedürfnisse des Kleinen zu haben. Ah, das ist für den Umgang dann, ja. Und dann haben wir noch einen Kommentar. Bei meinem Jüngsten waren es Koliken. Das hat dann mit 4 Monaten schlagartig aufgehört. Ja, genau. Das ist auch was man oft hört. Magst du dazu noch ein Wort sagen zu diesen Koliken? Ja, also das mit den Koliken, das ist sozusagen, war früher sozusagen die schnelle Erklärung. Das ist vor allem für uns Eltern, dass wir einfach was haben in der Hand, damit wir wissen, okay, das Kind, wir wissen, was es hat. Heute wird mehr angenommen, dass es sozusagen einfach ein sehr sensibles Kind ist, was diese Magenbewegung sehr, sehr stark spürt und davon beunruhigt wird. Also, also dass es nicht an sich Koliken sind, sondern eher, da macht es was in meinem Bauch, ich finde das komisch. Okay. Genau. Und sich darüber dann eben beunruhigt. Nichtsdestotrotz, also alles, was hilft, ist gut. Ne? Wenn damit gut durch die ersten 4 Monate gekommen wurde und danach sozusagen es schlagartig aufgehört hat, dann... Ja. Wunderbar. Da ist man sicher erleichtert dann nach den 4 Monaten. Ja, ich
Ich hatte noch eine Frage. Wir haben jetzt schon eine gute halbe Stunde geplaudert. Magst du mir noch eine Frage ganz persönlich für mich beantworten? Über was ich auf deiner Webseite gefunden habe. Ja. Ich kann die gerade noch mal sagen. Das ist familienpraxis-lang.de und da habe ich ja eben den Blog geschaut. Und du hast da einen Artikel darüber geschrieben, wie es möglich ist, dem Partner den bedürfnisorientierten Weg näher zu bringen. Und ich finde, das ist für mich auch eine Herausforderung. Und hast du da gerade so einen Tipp, den wir Mamas gerade so mitnehmen können? Das ist natürlich ein weites Feld. Hast du denn mal ein konkretes Beispiel? Was ist ein konkretes Beispiel? Ja, genau. Jetzt im Moment gerade kommen so ab und zu Momente, wo der Kleine irgendwas nicht machen will. Und ich sehe das als, er will für sich was rausholen, halt aus diesem bedürfnisorientierten Gedanken. Mhm. Und mein Mann hat aber das Gefühl, er provoziert ihn und macht das eigentlich, um ihn zu provozieren, weil er jetzt in dieser Phase ist, wo er provozieren möchte. Ah, okay. Verstehe. Ja, also diese Einschätzung, diese Interpretation sozusagen, der macht das extra, das gibt es ja schon sehr früh. Da gibt es eben generell sozusagen, wie alt ist dein Kind? 19 Monate. Ah ja, ja, das ist natürlich noch sehr jung. Ne? Also es wird angenommen, dass erst mit 2,5 Jahren die tatsächlich sowas auch wie absichtlich jemanden was Böses tun wollen, dass sie da überhaupt erst in der Lage zu sind. Also auch dieser Klassiker, das Kind sitzt sozusagen im Hochstuhl und wirft immer wieder was runter, ja. Und dann hebt es wieder auf, so, aber jetzt lässt es oben liegen und dann wirft es wieder runter. Aber jetzt, das ist, war das letzte Mal und wirft es wieder runter. Also das ist sozusagen in dem Alter, haben die einfach noch, die können da noch nicht die andere Situation, die ist noch nicht so empathisch, dass die wahrnehmen können, ah, okay, für Papa ist das anstrengend, das jetzt immer wieder aufheben zu wollen, sondern es ist für die tatsächlich, die sind da noch ganz in sich verhaftet die, und also für, da ist natürlich das Bedürfnis auszuprobieren, funktioniert das wieder und das macht auch einfach Spaß, es runterzuwerfen und wenn da jemand mitspielt, macht es natürlich noch umso mehr Spaß. Ne? Also das ist sozusagen auch in dem Alter, auch wenn es dann einen angrinst und dann und gerade extra wieder runterwirft, das ist sozusagen noch nicht möglich, dass das Kind in die Rolle von dem anderen reinschlüpft und das sozusagen extra macht. Also das ist wirklich erst später möglich. Die Frage ist natürlich immer, wann wird es mir als Erwachsener zu viel? Wann spiele ich da einfach nicht mehr mit? Und da habe ich natürlich ganz legitim die Möglichkeit zu sagen, du, mir macht das jetzt keinen Spaß mehr. Du kannst gerne was runterwerfen. Ich nehme dich jetzt aus dem Hochstuhl mal raus. Dann kannst du dir das immer selbst aufheben. Aber mir macht das jetzt gerade keinen Spaß mehr, das immer wieder aufzuheben. Oder wenn es was Schlimmeres ist, keine Ahnung, das Ei wird runtergeschmissen, dann wird gesagt, ja, okay, also das möchte ich nicht, das ist ein Lebensmittel. Also ich habe sozusagen als Erwachsene immer die Möglichkeit, ganz klar eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das möchte ich jetzt nicht. Und das aber in einem ruhigen Ton und möglichst nicht, wenn ich schon sozusagen auf 180 bin. Das ist dann meistens so die Sache, ja, dass in einem selbst auch wieder was getriggert wird, was man eben selbst früher erlebt hatte und das eben vorzeitig zu merken, sich dann entscheiden, okay, jetzt merke ich, das ist mir zu viel, das im ruhigen Ton zu sagen und dabei auch zu bleiben, auch wenn das Kind dann eben tobt, aber da dabei zu bleiben. Das Kind darf dann auch toben. Also ne, es ist durchaus legitim, dass das Kind dann hinterher sauer ist. Okay, ja, also dass ich dann vielleicht mit meinem Partner das auf, dass ich ihm das erkläre, diese Hintergründe, die du gerade erläutert ja, also, hast und dafür wie mehr Verständnis für das Verhalten des Kindes dadurch durch Wissen eigentlich bringe. Also dass ich meinem Mann erkläre, was ich eigentlich alles weiß oder was du mir jetzt auch gerade erzählt hast und das vielleicht hilft, dass er ein bisschen anderen Blick bekommt. Ja, also das ist auch in dem Artikel ist ja der Fokus darauf sozusagen, wie kann ich das meinem Partner nahebringen und da unterscheide ich sozusagen in zwei Richtungen. Das eine ist diese aktuelle akute Drucksituation. Da kann ich dann natürlich nur handeln und entscheiden, in der Phase, so mache ich das nicht. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich mal zu verabreden, zum Beispiel zu einem Erziehungsgespräch. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht am Wochenende irgendeine
Zeitfenster, wo ihr mal so ein bisschen Zeit habt, wo der Kleine vielleicht schläft oder. Ja, oder abends, ja. Ja, oder abends, genau. Und das dann einfach in dieser akuten Drucksituation zu sagen, du, wir können das jetzt nicht so klären, dass das für mich wirklich passend ist. Ich würde gerne einen Termin ausmachen für Samstagabend um 8 Uhr. Lass uns da bitte einmal hinsetzen. Und das vielleicht auch aufnotieren, das irgendwie an Pinnwand heften, Sonntag, Datum, so viel Uhr, und sich dann einfach zusammenzusetzen und das durchzusprechen. Okay. Mhm. Gut, danke. Ja, und du bist jetzt natürlich auch eine sehr erfahrene Mutter, die da auch selbst schon viel Ahnung hat und wo ihr vielleicht sowieso auch im Gespräch seid. Also ganz generell gibt es noch zu sagen, bei dieser Partnerverständigung, es ist natürlich immer ein Team, also ihr seid immer ein Team, Erziehungsteam, da kommen wir nicht raus. Also wir müssen uns mit unseren Partnern abstimmen und ja, es lässt sich auch sowas üben, solche Gespräche, weil der Ertrag unserem Gespräch ist optimalerweise, dass es hinterher eine Zufriedenheit gibt mit dem, was abgesprochen wird, und dass auch für diese klaren Handlungssituationen ein Stück weit eine Leitlinie gefunden wird. Das klappt jetzt nicht immer automatisch und das erste Mal. Das liegt dann manchmal daran, dass diese Gespräche auch ein Stück weit geübt werden müssen und begleitet werden müssen. Also das ist auch bei mir so. Sozusagen, ich kann sozusagen in den Gesprächen mit meinem Mann nicht auch noch die Moderatorin sein, weil ich sozusagen einen eigenen Standpunkt habe. Also auch ich habe sozusagen die Möglichkeit, dass wir da jemanden dazuziehen, dass wir zu dritt reden und dass ich auch meinen Standpunkt vertreten kann. Ansonsten, also das finde ich ganz, ganz wichtig, was du sagst, weil ja, das stimmt. Das versuche ich natürlich, wenn wir ein Gespräch haben, dass ich versuche, das Gespräch zu moderieren, ja, und mitzureden. So ist es. Ja, das und ist das ist oftmals eine Überforderung. Ein bisschen, ja. Das Risiko, dass man das macht, ja, das habe ich mir noch gar nie überlegt. Das ist die Überforderung, auch bei Müttern, die viel Ahnung haben. Und, aber ich meine auch gerade Mütter, die sich informieren und so weiter, haben dann eben auch das Recht, manchmal in diesen akuten Handlungssituationen zu sagen, okay, und das weiß ich jetzt mal besser. Also das ist jetzt vielleicht nicht so konform, sage ich mal, aber ich finde, dass die Person, die größere Expertise hat, was ich als Mutter einfach dadurch, dass ich das Kind auch 9 Monate ausgetragen habe, ein Stück weit von vornherein schon mal habe. Also das klingt jetzt ein bisschen diskriminierend, aber ich meine das sozusagen frauenstärkend. Also es wird ja auch mittlerweile ist es nachgewiesen, dass dieses Hormon, dieses Bindungshormon, dass das eben auch bestimmte Fähigkeiten oder eine erhöhte Lernbereitschaft dem Kind gegenüber ermöglicht. Das heißt, wir haben dann auch eine gewisse Expertise mit dem Kind und die dürfen wir durchaus auch einfordern. Also da dürfen wir auch selbstbewusst dann sagen, gerade in solchen akuten Situationen, lass uns das jetzt mal so machen. Ich erkläre dir, warum wir das so machen und dann. Ja. Cool, danke. Ja. Wenn man noch mehr zu, wie das mit dem Paarbleiben funktioniert, wissen möchte, dann gibt es bei den Magic Woman Days auch morgen Abend, ist das, glaube ich, mit Andrea Loh noch ein Talk, der zum Thema Eltern werden, Paarbleiben, glaube ich, dann stattfindet. Wollte ich erwähnt haben, und auch heute gibt es noch 2 Talks um 2 mit, ich muss gerade schauen, mit Nadine, Online-Marketing für Anfängerinnen, und um 19 Uhr mit Charlotte, wie du als Frau erfolgreich behandelst. Ja, das ist auch einer, den ich mir dann vielleicht noch anschauen muss. ja, dann hast du noch was du unbedingt noch mitgeben möchtest, bevor wir dieses Gespräch beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Moderation. Ja, die klugen Fragen. Ich danke dir, das war ein super spannendes Gespräch. Jetzt haben wir es trotzdem auf 45 Minuten geschafft. Ich fand, da war wahnsinnig viel Wissen drin. Und ja, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen, falls ich ein Schreibaby habe. Dann melde ich mich dann bei dir. Ich werde das Video auch nochmal einstellen zum wiederholten Anschauen bei mir auf der Homepage. Und es wird, denke ich, auch auf der Website von Magic Women Days noch eine Weile stehen. Genau, da bleibt es auch noch stehen, ja. Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und vielen Dank bei den Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und vielen Dank für die Rückfragen. Wunderbar, ja genau, Kommentare waren keine mehr. Nein, da war nichts mehr. Super, gut, dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag und danke dir herzlich. Tschüss, Conny. Ciao.